Präsident, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Polizeibeamter, genauer gesagt ein Gewerkschafter oder sogar der Chef der Gewerkschaft, hat in Uniform sich politisch, genauer gesagt parteipolitisch geäußert. Das ist also nicht vereinbar mit dem Neutralitätsgebot, was für Beamte gilt und deshalb auch nicht hinnehmbar. Und der zuständige Innenminister hat das gemacht, was in einem solchen Falle zu machen ist. Er hat die Sache aufgegriffen. Wenn das schon nicht hinnehmbar ist, dass ein Beamter das Neutralitätsgebot nicht beachtet, so ist es ein Skandal, wie seine Parteifreunde darauf reagiert haben. Sie sind zuerst einmal mit Strümpfen und Schuhen über den zuständigen Innenminister hergefallen und dann haben sie unter anderem der ehemalige Kultusminister, der Herr Kommerson, laut SZ, nehme ich mal an, dass das dann auch so stimmt, stimmt nicht, sagt er gerade, aber ich habe gelesen, dass er also dafür ist, dieses Neutralitätsgebot zu beseitigen. Aber jetzt sagt er, aber es stimmt nicht, dann bin ich froh, dass er das wenigstens eingesehen hat, dass das ein Unding ist. Aber wie gesagt, es bleibt, dass führende Mitglieder der SPD dieses Verhalten dieses Beamten verteidigt haben. So. Und es ist nicht nur so, dass dieses Verhalten einfach eine Parteiaussage war. Nein, schlimmer noch, es waren glatte Verleumdungen. So, und da zeigt sich der Charakter auch dieses Polizeibeamten. Er hat zum Beispiel gesagt, wer in der AfD sah, zum Beispiel geistiger Brandstifter des Ex, so, also er hat behauptet, die AfD sei geistiger Brandstifter des Rechtsextremismus. So, das war bezeichnend. Ich habe auch gesehen, wer geklatscht hat. Das war genau, die Frau Berg hat nämlich auch was Ähnliches gesagt. Die Frau Berg hat gesagt, AfD-Funktionäre fungieren offen als politischer Arm des Rechtsextremismus. So, jetzt nennen Sie mir bitte, Frau Berg, eine Person in der AfD sah, auf die das hier zutrifft. Die mit der weißen Hose in Wissen, in Chemnitz. Ach so. Faschisten haben da keine gestanden. Und Sie waren, Frau Berg, Sie waren Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Disziplin. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende Josef Dörr. Sie waren in Chemnitz nicht dabei. Ich war dabei. Und ich war, ja genau, aber eigentlich, wissen wir ja, ne? Ich war dabei und ich konnte auch sehen, und das ist ja auch eine Kritik meines Kollegen Rolf Müller gewesen, ich konnte auch sehen und verfolgen, dass über dieses Ereignis sehr falsch, muss man schon sagen, berichtet worden ist. Ich habe es hier schon einige Mal gesagt, die weiße Rose habe ich die Woche noch im Fernsehen gesehen, hat die Frau Merkel auch eine weiße Rose geholt. Die weiße Rose ist allgemein als Zeichen der Trauer, habe ich mir inzwischen sagen lassen. Ich bin nicht so oft auf Beerdigungen, als Zeichen der Trauer erkannt. So, ich habe mich hier nicht, Herr Renner, ich habe mich hier überhaupt nicht rauszureden. Sie sind Brandstifter. Sie, die SPD, sind Brandstifter. Ja, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass ein Beamter, der Hoheitsaufgaben hat, sich parteipolitisch in Uniform auch noch, dass jeder sieht, dass er dieser Beamte ist, betätigt, beziehungsweise, um es genau zu sagen, den politischen Gegner verleumdet. Herr Kollege Renner, ich bitte um etwas mehr Ruhe und Disziplin.
Niemand kann jemand von der AfD dieses behaupten. Das ist gelogen, einwandfrei gelogen. So, und ich war 45 Jahre Lehrer. Es ist mir im Traum nicht eingefallen, ich war immer in einer Partei. Es ist mir im Traum nicht eingefallen, in der Schule Parteipolitik zu machen. Ich habe politische Gemeinschaftskunde, war bei mir ein Hauptfach und die Kinder haben viel gelernt. Und wenn ich einen SPD-Bürgermeister eingeladen habe, habe ich einen Tag später einen CDU-Landrat eingeladen. Ich habe versucht, immer neutral zu sein. Und ich denke, das ist eine Pflicht, dass man neutral ist. Diese Haltung, die man jetzt hier ja verteidigt. Und das ist der Skandal eigentlich. Wozu führt das? So, wenn dann eine, ich sag mal, ist eine Veranstaltung, AfD-Veranstaltung Kaiserslautern. Ich fahre dahin und fahre etwas zu schnell, da werde ich von den Polizisten angehalten und, wie es richtig ist, zur Ordnung gerufen und ich bezahle mein Geld. So, und dann kommt jemand, der wird auch angehalten, weil er zu schnell gefahren ist. Und dann, wo fahren Sie denn hin? Ich fahre zur Gegendemo nach Kaiserslautern. Oh ja, das ist ja, eine, das ist ja eigentlich eine gute Tat. Ne? Da sind wir mal nicht so genau. Gell? So, also das ist das, was da kommen kann. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was ist denn mit dem Beamten so Schreckliches geschehen? Er ist eingeladen worden zu einem Sensibilisierungsgespräch. So nennt man das heute. Zu einem Sensibilisierungsgespräch, dann hat man ihm wahrscheinlich gesagt, hör mal, also so geht es jetzt nicht, mach schon mal ein bisschen zart. Ja? So, das hat er aber nicht gemacht. Er hat nicht ein bisschen zart gemacht, sondern hat danach verkündet, dass er dasselbe noch einmal sagt, nämlich dieselben Verleumdungen, aber diesmal ohne Uniform. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Erstens mal weiß jetzt jeder, wer dieser Herr ist, ob er Uniform anhat oder nicht. Jetzt weiß es jeder. So, und zweitens, selbst wenn er keine Uniform anhat, ist er dann weniger Beamter. Ich habe nie eine Uniform angehabt. Ich war Beamter und habe dieses Neutralitätsgebot eingehalten. Egal, wer bei mir Schüler oder Eltern von Schülern waren, egal, wo sie herkamen, egal, welchen Rang sie hatten, egal was. Ich habe diese Neutralität strikter eingehalten. Und ich denke, das müsste hier in diesem Hause Konsens sein, dass unsere Beamten, die von den Leuten bezahlt werden, dass die für die Leute da sind, und zwar unabhängig davon, welche politische Meinung sie haben. Und vor allen Dingen sollen sie ihre politische Meinung dort anbringen, wo es angebracht ist. Es hat doch niemand dagegen, wenn ein Polizeibeamter im Gemeinderat sitzt oder im Landtag sitzt oder auch sonst wo, aber er muss doch nicht andere Leute beschimpfen. So. Es ist ja schön, Frau Rehlinger, dass Sie sich da hinten hingesetzt haben, damit Sie auch einen Zwischenruf machen können. Das machen Sie ja sonst immer von hier. Ja, aber ich sage Ihnen, ich habe mir hier ein paar Sachen rausgeschrieben. Die Hetze und der Hass und die Hetze, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht hassen. Ich habe das bisher nicht fertiggebracht. So, der Hass und die Hetze, der kommt nicht von der AfD, der trifft die AfD, der trifft die AfD. Und da braucht man überhaupt nicht weit zu gehen. Es sind noch keine 8 Tage her, da hat unser Bundesvorsitzender Tino Chrupalla, dessen Auto ist abgefackelt worden und er selbst hat sich dabei verletzt, wie er das noch löschen wollte, so, und hat im Krankenhaus gelegen. Und heute, das ist heute, Brandanschlag auf Auto eines AfD-Politikers. Das Auto des kommissarischen Berliner AfD-Landesvorsitzenden Nikolaus Fest ist durch einen Brandanschlag beschädigt worden. Das teilte die AfD am Dienstag mit. Die Polizei nannte den Namen des Besitzers nicht bestätigt, aber eine Brandstiftung mit einer möglichen politischen Tatmotivation in der Nacht zuvor und so weiter und so fort. So, Frau Berg, was Sie gesagt haben, ist genau wieder der Punkt. Wenn ein Psychopath, ein anerkannter, psychisch schwer Kranker, eine grausame Tat irgendwo verübt, dann versucht man das der AfD anzuhängen. Wieso denn das? Wieso steht jetzt überall von der AfD initiiert oder weiß Gott was, bösartiger Anschlag? Der hat mit der AfD überhaupt nichts zu tun. Null.
Null. Es wird aber jetzt ohne Kritik, wird das überall verbreitet. So, ich habe gehört, der Vater von dem armen Menschen ist grüner gewesen oder ist grüner, aber das erfährt man nirgends, obwohl das auch keine Bedeutung hat. Wenn das aber ein AfD-Vater wäre, wäre es fürchterlich. So, ich lese Ihnen mal ein paar Zahlen vor, die kommen von offizieller Seite. Keine andere Partei in Deutschland ist so häufig das Zielobjekt politisch motivierter Gewalt wie die AfD. Das ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten Martin Hess, AfD, an die Bundesregierung. Von 52 Angriffen auf Parteibüros richtete sich demnach genau die Hälfte, also 26 gegen AfD-Einrichtungen, während es die CDU 4-mal, die Grünen 5-mal, SPD sowie Linke hier 7-mal traf. Bei den Plakatzerstörungen ist das Bild noch deutlicher. Von 905 registrierten Straftaten trafen 450 die AfD, gefolgt von der CDU mit 165 und so weiter und so fort. Also, die Hass und Hetze geht nicht von der AfD aus. Hass und Hetze trifft die AfD.